Rechtsextremismus ist eine Ideologie der Ungleichheit und einer damit verbundenen Ungleichwertigkeit von Menschen oder Menschengruppen. Was heißt das? Rechtsextreme teilen Menschen in eine Hierarchie ein, und zwar ab Geburt. Nach Geschlecht, nach Hautfarbe, nach Muttersprache, nach Religion, ob man eine Krankheit hat, ob man eine Behinderung hat und so weiter. Das kann man aufdröseln bis ins Unendliche, aber klar ist, sie selbst sind an der Spitze und alle anderen sind drunter eingeordnet. Das heißt, Rechtsextremismus hat eine ganz starre Gesellschaftsordnung, die man auch nicht überwinden kann, sondern sie ist natürlich so vorgegeben von der Natur oder von Gott. Und sie sind an der Spitze. Und das ist der Kern von Rechtsextremismus. Die rechte Szene hat sich ganz stark verändert in den letzten Jahrzehnten. Ganz klar, die Gesellschaft hat sich verändert, also hat sich auch die rechte Szene verändert. Wir sehen eine unglaubliche Ausdifferenzierung der Szene. Wir haben noch immer einen subkulturellen neonazistischen Teil der extremen Rechten, einen sehr gewaltaffinen Teil der extremen Rechten. Und wir sehen daneben, wie sich es aber immer feiner ausdifferenziert. Das heißt, wir sehen eine intellektualisierte extreme Rechte, die neue Rechte, die spätestens Anfang der 2000er ziemlich Diskurshoheit auch innerhalb der Szene erreicht hat. Wir sehen aber auch, und das ist ein Phänomen der letzten Jahre, immer mehr einen Influencer-Rechtsextremismus. Das heißt, einzelne Personen, die gar nicht mehr im klassischen Sinne organisiert sind, sondern die über die sozialen Medien nach oben gespült werden und sich eine Fanbasis heranorganisieren, was auch zu einem Geschäftsmodell geworden ist, klarerweise. Und wir sehen immer diffusere Allianzen, auch auf der Straße. Das heißt, wir haben eine Ausdifferenzierung der Szene, was nicht heißt, dass das, was wir seit Jahrzehnten im gewaltaffinen, im gewaltsuchenden Bereich haben, dass das weg ist, sondern es ist einfach nur sehr, sehr viel mehr daneben hinzugekommen. Man sieht's, wenn man durch die Geschichte, durch die Nachkriegsgeschichte schaut, wie viele Opfer von neonazistischer, von rechtsextremer, von faschistischer Gewalt es gibt, dass sie auch immer schon eine Bedrohung für bestimmte Gruppen waren. Und das sind viele Gruppen. Das sind Linke, das sind Obdachlose, das sind migrantische Gruppen, das sind queere Gruppen, für die immer schon eine Bedrohung war, durch alle Jahrzehnte durch. Und es gibt ein paar Schlagwörter, wir haben das Oktoberattentat, wir haben Rostock-Lichtenhagen, bis hin zum NSU. Und dazwischen gibt es ganz, ganz viele einzelne Anschläge, einzelne Morde, einzelne Tötungen oder auch Mordversuche und Tötungsversuche, die aus der Szene heraus passiert sind. Das heißt, die Rechtsextreme, die neonazistische Gefahr war nie weg, sondern immer präsent. Nur die öffentliche Aufmerksamkeit hat sich gewandelt. Das ist der einzige Unterschied. Neben der außerparlamentarischen Rechten haben wir es auch mit einer ganz stark parlamentarischen Rechten beziehungsweise sogar mit einem parlamentarischen Rechtsextremismus in Europa zu tun. Da haben wir Parteien, die gibt es schon sehr, sehr lange, die FPÖ zum Beispiel in Österreich. Dann haben wir es mit ganz vielen neuen Phänomenen zu tun. Das ist zum Beispiel die AfD in Deutschland, wo es nicht nur darum geht, dass diese Partei dann sehr viel Aufmerksamkeit bekommt und medial vorkommt, sondern es geht vor allem auch um eine strukturelle Ebene, dass da sehr viel Geld fließt in Parteienförderung, aber auch in die Stiftungsförderung, was dann wiederum in den außerparlamentarischen Bereich zurückfließt und so die Szene als Ganzes stärkt. Und wenn wir uns jetzt in Europa umschauen, dann sehen wir sehr viele von diesen entweder älteren Parteien oder auch von diesen neueren Parteien. Wir sehen aber auch das Phänomen, dass es zu Wandlungen kommt innerhalb des Konservatismus und dass wir es immer mehr mit konservativen Parteien zu tun haben, die sich in Richtung Rechtsextremismus entwickeln, wie in Ungarn oder wie in Polen zum Beispiel. Ich glaube, es braucht vor allem drei Sachen. Das eine ist, es ist nicht normal. Menschenverachtung, Faschismus, Rechtsextremismus ist nicht normal.
oder sollte nicht normal sein. Und man muss gegen die Normalisierung kämpfen. Im Kleinen, im Alltag, auch wenn es einen von den Bildschirmen entgegenschallt und auch wenn man es in der Zeitung liest, das ist nicht okay und es ist nicht normal. Und es ist ganz schwer, wenn man selbst drin lebt, sich das selbst auch immer wieder zu vergegenwärtigen. Das heißt, das ist das Erste. Das Zweite ist, gesellschaftlich braucht es rote Linien. Bis hierher und keinen Schritt weiter. Es ist in Ordnung, sich abzugrenzen von Menschenfeinden. Es ist in Ordnung, Dinge nicht verstehen zu wollen. Es ist in Ordnung, Dinge nicht akzeptieren zu wollen. Und das ist auch ganz, ganz wichtig, dass man das macht. Gerade in einer Zeit, wo so viel neu verhandelt wird, ist es auch wichtig, die roten Linien, die man zieht, wieder klar zu machen. Und drittens, und wir leben in einer Zeit, wo einfach sehr, sehr viel neu verhandelt wird, sich verrückt, die Zukunft sehr unklar ist. Aber das kann ja auch was Gutes sein, dass die Zukunft sehr unklar ist. Sie könnte auch besser werden. Und ich glaube, dass es ganz, ganz wichtig ist, jetzt an dieser besseren Zukunft zu arbeiten, jetzt an einem politischen Gegenprojekt zu arbeiten, an einem antifaschistischen politischen Gegenprojekt zu arbeiten, an einem antirassistischen, feministischen und so weiter Gegenprojekt zu arbeiten, weil ich glaube, dass es sich lohnt, darum zu kämpfen.